ist das Feuer, was der Herr in uns reingelegt hat und wo wir immer wieder drum rumlaufen und immer beten und immer da reindrücken und immer wirklich den Herrn belagern und sagen, Herr, du hast keine Lieblingskinder und du kannst das Gleiche tun heute, so wie du es damals gemacht hast. Und ich möchte dich sehr bitten, nicht zu sagen, ja, das war damals und ja, das waren die und das ist heute nicht mehr so und guck dir doch mal unsere Welt an und das kann ja gar nicht sein. Weißt du, wir müssen aufpassen, was wir auch reden in dieser Beziehung, dass wir nicht Schaden reden, dass wir es nicht wegreden, sondern dass wir wirklich im Gebet da reindrücken, dass viele, viele, viele Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und manchmal denke ich, vielleicht brauchen Menschen, die so in der Welt sind, die da verankert sind, vielleicht brauchen sie genau das, dass sie das sehen, was Gott in ihrem Leben tun will und tun kann. Und schau die Leute, die zu der Azusa Street gekommen sind. Das waren ja keine Christen, sondern sie hatten gehört. Sie hatten gesehen an anderen, dass da etwas ist. Und sie haben gesagt, genau das will ich, genau das brauche ich. Und vielleicht haben die nur einfach an ihren Nachbarn irgendetwas gesehen, was sie verändert hat. Und sie haben gesagt, das will ich auch haben. Lass uns da reinpressen im Gebet, dass wir da nicht zurückstecken, sondern dass wir genau diese Erweise des Geistes und der Kraft sehen werden in unserem Leben. Lass uns darum beten und bitten und den Herrn belagern. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er hat sich nicht verändert und er kann das heute auch noch tun. Und Gott hat wirklich mehr von uns. Manche Leute sagen, ja, ihr erzählt immer von der Erweckung und von diesen Bewegungen Gottes, aber guckt doch mal, in unserer Welt wird es doch immer dunkler und so diese Dinge. Ich glaube oder wir glauben, dass diese Erweckung und diese Evangelisation, wie auch immer der Herr sie neu schenken wird, neu ausgießen wird, dass sie vielleicht sogar mitten in der Bedrängnis ist. Mitten in diesen bedrängenden Zeiten, mitten in die Dunkelheit, kommt dieses helle Licht. Und vor Jahren war ich mal zu einem evangelistischen Straßeneinsatz mit einer Gruppe unterwegs. Und ich hatte ein älteres Ehepaar gesehen, die kamen gerade so mit Einkäufen, die Taschen so in den Händen, sahen sehr gut gekleidet aus. Und ich dachte, so der Herr sagt, sprich mit ihnen über das Evangelium. Da bin ich hingegangen und habe sie angesprochen. Und dann sagte der Mann, nachdem er sich das angehört hatte, was ich da so zu sagen hatte, er sagte zu mir, ach wissen Sie, wir haben eigentlich alles. Wir brauchen das nicht, was Sie da erzählen. Wir haben alles. Uns geht es gut. Wir haben unsere Versorgung. Wir haben unsere Rente. Wir brauchen das nicht, was Sie da haben. Für uns ist gesorgt. So, und dieses Erlebnis, das hat mich oft schon ins Nachdenken gebracht. Und ich habe jetzt im Moment wieder so das Empfinden gehabt, viele Menschen haben so ihre Hoffnung an diese Versorgung der Institutionen in unserem Land gehangen. An die Versorgung der Leute, die sagen, was für uns gut ist, was für uns richtig ist, was für uns passend ist, welche Versicherung, welche Bank, welche Gesundheitsvorsorge. Und ihr wisst es alle, jetzt wird ja auch selbst beim Einkaufen ständig und ständig davon gesprochen, was gut für uns ist und was wir machen müssen und was wir auf gar keinen Fall machen dürfen. Und daran sehe ich, dass es wirklich so ein Ding gibt, wo wir unser Leben, unser Denken an Institutionen und an die Versorgung in unserem Land gehangen haben. Dass wir wirklich manchmal denken,
Also das mit Gott, das überlege ich mir mal, vielleicht wenn ich ganz alt bin oder wie auch immer. Aber so treffen wir viele Menschen. Es ist für alles gesorgt. Wirklich? Ist es wirklich so, dass andere sich Sorgen um uns machen? Und was ist mit unserem Glauben, mit unserer Hoffnung, mit unserem inneren Menschen, mit unserem ganzen Menschen, den wir hier ausmachen? Geht es wirklich nur um unsere Gesundheit? Heute Abend soll es ja um Hoffnung gehen. Hoffnung in Krisenzeiten. Das, was wir jetzt erleben, ist Krisenzeit. Jeder von uns weiß es, jeder von uns merkt es, jeder von uns ist in irgendeiner Sache da beteiligt. Und das, was wir ganz, ganz dringend brauchen und das, was wir als Christenmenschen ganz dringend unseren Nachbarn, den Leuten, die wir kennen, sagen müssen, dass wir Menschen der Hoffnung sind, dass es Hoffnung gibt. Das, was ich feststelle draußen, wenn ich so unterwegs bin, einkaufen bin, das ist, dass sie immer zaghafter werden, immer mehr in diesem Positiven runtergehen. Am Anfang der Krise in diesem Jahr, so im März, April, hat noch jeder gesagt, ach ja, das wird schon, das geht schon, das wird schon wieder, in ein paar Wochen ist alles vorbei und dann ist alles wieder wie vorher und alle diese Dinge. Aber mittlerweile merken wir, dass dieser Level von Zuversicht, von es wird besser werden, dass der zurückgeht und dass sich eine Hoffnungslosigkeit breit macht. Und wir haben den Auftrag eigentlich, Menschen der Hoffnung zu sein. Hoffnung trotz oder weil die Dinge so sind, wie sie sind. Hoffnung, dass wir etwas haben, was mehr als bleiben Sie gesund ist. Hoffnung für die Zeit, die vor uns liegt und die wir nicht einschätzen können. Keiner von uns weiß, wie das weitergeht. Ich denke, dass diese Dinge, die wir jetzt erleben mit den Maßnahmen, und dass diese Dinge immer weitergeführt werden, dass es da kein Ende abzusehen ist. Hoffnung haben. Hoffnung ist ein sehr, sehr wichtiges Wort. Es ist etwas, was wir schützen müssen. Hoffnung müssen wir von Gott erbitten. Wir haben nicht Hoffnung einfach so in uns. Wenn dir jemand sagt, ja, Hoffnung, das hat man oder hat man nicht, das stimmt so nicht. Aus meinem Erleben ist es so, dass wir Hoffnung erbitten müssen, in Hoffnung vorangehen müssen, in Hoffnung leben, Hoffnung proklamieren, Hoffnung haben und Hoffnung weitergeben. Hoffnung ist ein Wort, das wir zurzeit ganz, ganz dringend brauchen. Und die fällt uns nicht einfach zu, sondern das, was ich merke, ist, es gibt einen Kampf genau um diese Hoffnung. Ich habe einen Bericht jetzt vor kurzem gesehen, wo jemand beschrieben hat, dass es im Moment so viel an Hoffnungslosigkeit in unserem Land gibt. Hoffnungslosigkeit, also losgelöst von Hoffnung, Hoffnungslosigkeit, das ist das Gegenteil von Hoffnung. Hoffnungslosigkeit spricht davon, dass man den Mut verliert, dass man verzagt, dass man keinen Ausweg sieht und man eigentlich nicht mehr weiter weiß. Nicht weiß, wie komme ich denn in das nächste Jahr, in den nächsten Monat, in vielleicht die nächsten beiden Monate. Drohende Jobverluste, Finanzen, die sehr schwierig werden, die enger werden, Zukunftsaussichten, die irgendwie bedrohlich sind, die im letzten Jahr noch ganz anders empfunden wurden. Schau mal, letztes Jahr, als wir über den Jahreswechsel gegangen sind, da war das in dieses neue Jahrzehnt. Wir waren alle total aufgestellt. Wir haben gesagt, das wird das Jahrzehnt, wo sich alles verändern wird. Und wir fanden diese Veränderung positiv. Wir wussten nicht, keiner wusste, dass es weltweit schon im März, April diese Verschiebung geben wird. Damals hatten wir gedacht, dass diese Aussicht, in das nächste Jahr reinzugehen, dass das etwas ist, was uns total anspornen wird. Und wir hatten wirklich positive Erwartungen.
Aber heute sind viele Menschen sehr, sehr bedrückt. Sie sind in dem Punkt Job oder Jobaussichten, Jobverlust. Sie sind wirklich sehr mit Hoffnungslosigkeit am Kämpfen. Und diese kommende Weihnachtszeit jetzt, diese kommende Zeit, die vor uns liegt, diese freien Tage, die wir ja sonst immer so geschätzt haben, die werden in diesem Jahr wahrscheinlich ganz, ganz anders wahrgenommen und das neue Jahr mit sehr gemischten Gefühlen betrachtet. Wir werden vielleicht sehen, dass manche Geschäfte es nicht bis zum Frühjahr schaffen werden. Und selbst beim Einkauf merken wir das, dass die Dinge sich massiv verändert haben. Vielleicht waren es diese Informationen, die ich so im Hinterkopf hatte, die mich so sehr, wie soll ich sagen, das hat mich beschäftigt, diese Hoffnungslosigkeit der Menschen, dieses angestrengte Hinterherhetzen und diese scharfen Auflagen mit dem Lockdown. Und dann kommt dieses Buch mit dieser Azusa Street und mit diesen Dingen. Und ich dachte, wow, was ist das? Das ist eigentlich das, wofür ich stehe. Für das, was ich glauben will, für das, wo ich reinbete. Das ist das Feuer, was Gott vor Jahren in uns gelegt hat und was er immer wieder, ich denke manchmal, der Herr legt immer noch ein Köhlchen auf und er legt immer noch mal Holz da drauf, dass es wieder anfängt, richtig zu lodern. Und ich möchte ein Mensch sein und das möchte ich dir wirklich ans Herz legen. Sei ein Mensch, der aufsteht gegen Hoffnungslosigkeit. Sag nicht, das ist halt eben so. Und die Leute, die in diesem Buch beschrieben werden, wo Martin das alles jetzt vorgelesen hat, das waren Leute, die nicht nur eine Hoffnung hatten, dass es etwas besser werden könnte, sondern sie erlebten das, dass die Dinge sich radikal verändert haben. Sie erlebten Heilung von Dingen, die unmöglich waren, menschlich unmöglich. Und sie liefen in diesen Erweisen der Hoffnung. Und das ist mein Gebet, dass wir das hier bei uns in unserem Land erleben. Es ist mir völlig wurscht, ist es jetzt in der Bedrückung, ist es in der Bedrängnis oder wann auch immer, unter welchen Umständen auch immer. Aber ich möchte jemand sein, der gegen Hoffnungslosigkeit steht und dessen Hoffnung brennt wie ein Feuer, weil Gott es gelegt hat. Zu mir hat jemand gesagt, naja, Hoffnung kann man sich ja nicht einfach so machen. Das stimmt wohl. Vielleicht kann man sich die nicht einfach so machen, aber man kann wirklich dran festhalten und man kann diese Hoffnung in sich selbst fördern und am Leben halten. Hoffnung geht nämlich Hand in Hand mit unserem Glauben. Hoffnung steht auf gegen alles. Sie ist bejahend, getrost, unverzagt, positiv ausgerichtet und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. So steht es im Wort Gottes. Hoffnung trägt in sich die Worte dennoch und trotzdem. Und vielleicht ermutigt dich das jetzt gerade auch, dass du sagst, auch wenn meine Umstände jetzt blöd aussehen, auch wenn jetzt diese Bedrängnis da ist, auch wenn ich jetzt wirklich in den Finanzen bedroht bin, dennoch wird Gott mir helfen. Dennoch werde ich da durchkommen. Wenn ich mich an ihn hänge, wird Hoffnung in mir aufstehen und ich werde gegen alle Hoffnung aufstehen. Auf unseren Glauben bezogen heißt Hoffnung eigentlich dieses trotzdem bleibe ich bei Jesus. Bei dir, Herr, will ich bleiben. Das ist etwas, was ich ganz, ganz oft schon gesagt habe. Ich habe viele Dinge erlebt, die wo Hoffnungslosigkeit nach meinem Herzen gegriffen hat. Wirklich ans Ende gekommen meiner eigenen Möglichkeiten, ans Ende meiner eigenen Denke, meiner Vorstellungen, meiner Wünsche, mein allem. Und ich habe gesagt, Herr, bei dir will ich bleiben. Ich wusste, es gibt keinen anderen Ort, wo ich Hoffnung tanken kann, Hoffnung finden kann, als genau bei ihm.
Es gibt keinen anderen Ort. Und dieser Satz, bei dir will ich bleiben, das ist eine Entscheidung, das ist ein Entscheidungssatz. Ich habe den ganz, ganz oft gesagt, weil ich mich gegen alles, was ich gesehen habe, dagegen stellen musste. Manchmal ist es so, dass uns Hoffnung so sehnsuchtsvoll zurückgucken lässt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in dieser Corona-Zeit, die wir erlebt haben, uns darin befinden, dann ist es manchmal so, dass Leute sagen, ach, ich will, dass es wieder so ist wie vor Corona. Ich will, dass wir alle wieder so in der Gemeinde sind wie vor Corona. Ich will wieder meine Gemeindeform und meine Gemeindebeziehungen und alles. Ich will das wieder haben, wie das vorher war. Ja, damals, da war alles besser. Da, wo die Zeit noch besser war, wo wir gesünder waren, wo wir kraftvoller waren, wo wir stärker waren, wo ich glaubensvoller war, wo ich keine Depressionen hatte, wo ich keine depressiven Gedanken hatte, wo meine Kinder noch klein waren und so süß. Und jetzt, wo sie so groß sind, ist es alles so schwierig. Ach, wäre ich doch da, wo ich vorher gewesen bin. Zurückblickend. Immer den Blick zurück. Es ist sehr schwierig, wenn man im Laufen immer zurückschaut. Denn dann verlieren wir das Ziel, zu dem wir eigentlich unterwegs sind und zu dem wir eigentlich berufen sind. Das verlieren wir aus den Augen. Das Zurückschauen, das Rückwärtsgewandtleben, das ewige Verharren im Damals. Und dazu habe ich eine Story aus diesem genialen Buch. Eigentlich ist es die, ich würde mal sagen, die für mich, ich will nicht sagen die bewegendste Story, sie ist eigentlich eine Negativ-Story, aber das ist eine Story, die will ich euch mitgeben, damit wir wirklich verstehen, wir müssen uns lösen von dem, ich will aber, dass es wieder ist wie früher. Ich will aber, dass es wieder ist wie damals, sondern dass wir jetzt und heute und morgen, und ich bin ein Hoffnungsträger, ich stelle mich gegen Hoffnungslosigkeit. Und ich will euch diese Geschichte vorlesen. Ein Zurückschauen, sei es auf die schlechte oder gute, auf die schlechten oder guten Dinge, die Gegenwart lähmen und die Zukunft blockieren. Der liebe Bruder Braun stellte hierfür ein gutes Beispiel dar. Ich traf Bill Braun 1960. Er war erst etwa 6 Monate vor meiner Ankunft nach Pisgah gekommen, um sich dort zur Ruhe zu setzen. Er wohnte im gleichen Wohnheim wie ich und wollte ständig über die Zeit in der Azusa Street sprechen. Und tatsächlich war das alles, worüber er sprechen wollte. Nur über das. Von Zeit zu Zeit gingen wir zusammen hinunter zum Speisesaal und er fühlte sich wie im Himmel, wenn er seine Chance bekam, seine Tage in der Azusa noch einmal zu durchleben. In der Azusa hatte Bruder Braun sehr gerne den Blinden gedient. Er sagte mir, dass er während seiner Anwesenheit in der Azusa an der Heilung von etwa 50 blinden Menschen beteiligt gewesen war und dass jeder augenblicklich geheilt worden war. Ich fragte Bruder Braun, ob es in seiner Erinnerung eine bestimmte Heilung gab, die besonders hervorstach. Er berichtete daraufhin von einer Frau, deren Augen völlig dunkel und fast schwarz waren. Es war überhaupt kein Weiß zu sehen. Der Grund, warum er sich gerade an dieses Wunder so gut erinnern konnte, war, dass als sie ihre Augen nach dem Gebet öffnete und erkannte, dass sie nun sehen konnte, sie einen entsetzlichen Schrei von sich gab, der ihn einen Moment lang in Angst versetzte, sodass er vor ihr zurückwich.
Bruder Braun sagte, er sei selber kurz davor gewesen, einen lauten Schrei von sich zu geben, weil ihr Schrei so plötzlich und unerwartet gekommen war und ihn überrascht hatte. Dieser Bruder Braun hat nicht nur Wunder erlebt, wie blinde Augen geöffnet wurden, sondern noch viel, viel mehr. Auch nachdem die Schekina-Herrlichkeit verschwunden war, kam Bruder Braun noch mehrere Jahre immer wieder zu Azusa, wo Simur immer noch predigte. Er kam nicht mit der Erwartung, noch einmal zu erleben, dass Gott Wunder dort tat, sondern eher um Trübsal zu blasen und dem nachzutrauern, was einst gewesen war. Er saß in den Treffen und weinte um den Verlust von gestern. Mit Bedauern erzählte er mir, er habe das Ziel bzw. den Willen Gottes für sein Leben verpasst. Über 50 Jahre lebte er in der Vergangenheit, saß herum und tagträumte über die vergangenen Jahre der Azusa. Verschwendete Jahre. Nun, als jemand, der in Rente gegangen war, seine produktiven Jahre hinter sich gelassen hatte, ließ er sich unter den Heiligen der Azusa nieder, um dort seine Geschichten mit denen zu teilen, die ihn verstanden, und um mit ihnen zusammen noch einmal das Vermächtnis von der Azusa zu durchleben. Wenn Bruder Braun einmal nicht von seiner Vergangenheit erzählte, sah man ihn irgendwo in Pisca sitzen, während Tränen über sein Gesicht rollten und er über den Verlust der Schekina-Herrlichkeit weinte. »Es wird zurückkommen, Bill«, sagte ich dann zu ihm. »Erinnerst du dich an die 100-Jahre-Prophetien?« Daraufhin nickte er und sagte, »Ja«, aber ich werde nicht hier sein. In 40 oder 50 Jahren werde ich nicht hier sein. Und oft verließ ich das Treffen mit Bruder Braun mit einem bittersüßen Beigeschmack. Ich teilte seine Freude über all das, was in der Azusa geschah, fühlte mich aber hilflos angesichts der ständigen Melancholie dieses lieben Bruders. Wie konnte jemand, der von Gott gebraucht worden war, um so viele blinde Menschen zu heilen, so blind sein? Das ist eine Story von diesen Azusa-Menschen, die mir sehr, sehr ans Herz gegangen ist. Das war jemand, der hatte diese ganzen Wunder und Zeichen und diese Bewegung Gottes und diese Schekina-Herrlichkeit erlebt. Er ist da drin mitgelaufen. Aber er hat es nicht ergriffen als seine eigene Berufung. Und so wie viele, viele andere, das haben wir ja vorhin in diesen Beispielen und Zeugnissen gehört, er hat nicht die, sagen wir mal, die Kurve bekommen, in seine Berufung, die Gott ihm gegeben hatte, reinzukommen, loszulegen und selber in diesen Wundern und Zeichen weiterzugehen. Sondern er ist dort geblieben und hat nachgetrauert über die Dinge, die damals so erstaunlich und beachtlich gewesen sind. Ich verstehe das zum Teil. Das war eine Bewegung Gottes, die war so manifest, dass jeder davon durchdrungen war. Aber die meisten, bis vielleicht sogar auf ihn, die anderen alle, sie haben diese Bewegung Gottes ergriffen. Sie haben diese eigene Berufung ergriffen und sind damit losgelaufen. Hoffnung. Hoffnung schaut nicht zurück. Oder wir stellen uns gegen alle Hoffnungslosigkeit. Nun werden manche sagen, naja, das war damals und das ist ja heute ein bisschen anders. Und wie kannst du uns dann schon sagen, dass man Hoffnung haben muss? Du kannst dir gar nicht vorstellen, in welcher Situation ich bin. Nun, ich möchte euch heute Abend etwas Persönliches von uns mitteilen. Etwas, wo es wirklich um
diese Hoffnung und Hoffnungslosigkeit ging, wo ich wirklich in diesem Kampf und in dieser Auseinandersetzung reingekommen bin, wo ich selbst da drin kämpfen musste und wie der Herr die Dinge geführt hatte. Das sind wirklich schon auch einige Jahre her, aber wie ihr wisst, manche Erlebnisse, die sind in uns eingebrannt, die sind so eingeprägt in unsere Biografie und wir haben uns so verschiedene Merkmale und verschiedene Menschen, Ereignisse, Dinge, Sachen, die eben passiert sind, haben wir uns besonders gemerkt. Und wenn bestimmte Begriffe fallen, dann, oder ja, manchmal ist es sogar so, dass manche Gerüche oder manche Bilder oder was auch immer, wenn wir das wahrnehmen, dann zack, ist auf einmal die ganze Sache wieder da. So, wir hatten damals eine Firma mit vielen, also fast 100 Angestellten in den guten Zeiten und es gab wirklich gute, beste Aufstiegsjahre mit dieser Firma. Wir hatten sie in der vierten Generation geführt, die von Christen vorher gegründet und geführt worden ist. Und wir haben uns wirklich mit dieser Firma und mit diesem Auftrag, diese Firma zu führen, identifiziert. Das war teilweise unsere ganze Ausrichtung, unsere Denke wurde immer wieder davon beansprucht, wie können wir das gut machen, wie können wir das Beste mit der Firma erreichen. Und vor allen Dingen, wir waren ja damals schon lange, lange Christen, wir waren in der Gemeinde tätig. Wir wollten das Reich Gottes mit dieser Firma unterstützen und das haben wir auch in vielfältigen Dingen getan. Die Firma war unser Denken, unsere Ausrichtung. Aber wir erlebten auch gleichzeitig mit dem, dass wir in der Firma engagiert waren, in der Gemeinde engagiert waren, aber gleichzeitig erlebten wir, dass der Herr uns wie gelockt hat, dass er uns gesagt hat, hey, es gibt mehr. Mehr als ihr in der Firma habt und mehr als ihr in der Gemeinde habt. Ich habe mehr für euch. Und wir erlebten, dass wir wirklich dieses Feuer in uns gespürt haben. Wir haben erlebt, dass der Herr uns wirklich gezogen hat. Und wir haben viele Bücher gelesen, die uns weitergebracht haben. Das ist zum Beispiel etwas, weshalb wir euch immer wieder Bücher ans Herz legen, Bücher empfehlen, weil wir selber erlebt haben und heute noch erleben, wie sehr Bücher unser Glaubensleben echt befruchtet, begossen und wirklich festgehalten haben. In dieser Firma erlebten wir also gute Aufstiegsjahre, aber es gab auch Zeiten, die sich dann krasser entwickelten. Und ein paar Jahre ging das so und dann auf einmal mussten wir feststellen, dass diese Firma, an der unser Herz so gehangen hat, mit der wir eigentlich so unser Leben auch geplant und strukturiert hatten, dass sie in einen Konkurs geriet. Uns wurde dadurch diese Existenzgrundlage vollkommen genommen und plötzlich war alles anders. Vielleicht haben wir deshalb auch immer wieder ein wirklich brennendes Herz auch für Leute, die eine Firma führen, Leute, die Angestellte haben und ihre Angestellten versorgen müssen, Leute, die jetzt auch echt in Druck und Bedrängnis kommen und wir beten immer wieder für die Leute, die mit uns verbunden sind, vielleicht bist du jetzt mit dabei, die Firmenleute sind, Besitzer von Firmen sind, dass sie stark sind im Glauben und dass ihr Glaube sie durch auch diese Krisenzeit jetzt gut hindurchbringt, dass der Herr an ihrer Seite ist, dass er sie befähigt, gute, kreative Dinge zu entwickeln und auch, dass die Aufträge bezahlte Aufträge sind und dass sie wirklich nicht in Not kommen. Für uns wurde mit dem Konkurs von einem auf den anderen Tag alles anders. Wir hatten keinen Zugriff mehr auf bestimmte Dinge in der Firma. Wir hatten noch nicht mal mehr die Schlüssel, um einfach so hinzugehen, sondern das übernahm jetzt der Konkursverwalter.
Das, was bisher unser Denken war, unsere normalen Abläufe, das existierte einfach nicht mehr und andere hatten das Sagen übernommen. Was eine ganz schwierige Sache für uns gewesen ist, das war auch, dass es eben zu Anschuldigungen kam, zu Verdächtigungen, es kam zu finanziellen Verlusten und zu wirklich für mich vor allen Dingen schwierigen Erlebnissen mit langjährigen Wegbegleitern, langjährigen Bekannten. Wenn ich sie traf, wechselten sie die Straßenseite oder Leute, die mit mir an der gleichen Kasse standen, die haben dann einfach sich in eine andere Schlange angestellt, nur damit sie nicht mit mir da stehen mussten. Freunde, die wir hatten, standen daneben, haben auch mit uns gebetet, aber sie waren echt entmutigt, weil das, was sie da gesehen haben, konnten sie nicht fassen. Und in ihnen entstand sowas wie eine Hoffnungslosigkeit. Selbst in unseren Familien bekamen wir diese Distanz und diese Ablehnung und dieses Unverständnis, was uns da passiert war, bekamen wir zu spüren und es gingen wirklich Familienbeziehungen über Jahre kaputt. Alles lief dann darauf hinaus, dass wir unser Haus verkauften und das war für mich nicht so ganz einfach. Wir hatten 3 schulpflichtige Kinder, unser Jüngstes hatte gerade die 1. Klasse hinter sich und die beiden anderen sollten jetzt in weiterführende Schulen eingestuft werden. Was sollte werden? Wir hatten gebetet, wir hatten gefastet und wir hatten eigentlich nach unserer Einschätzung her auch richtig gemacht. Aber Hoffnung auf Besserung war nicht in Sicht. Es machte sich in mir eher so eine Art Hoffnungslosigkeit tatsächlich breit. Etwas, was so sorgenvoll und angstvoll, wie soll das werden? Jetzt war das schon mit den Finanzen schwierig. Wir sollten das Haus verkaufen. Alles musste in ganz kurzer Zeit passieren, denn wir hatten nicht mehr so viel Planungszeit, sondern der Konkurs war Anfang des Jahres passiert. Und im Sommer sollten die Kinder ja in die nächsten Klassen eingestuft werden. Und ich wusste, ich für mich muss eine wichtige Entscheidung treffen, dass ich rauskam aus dieser furchtsamen, angstbesetzten Hoffnungslosigkeit. Aber ich schob das alles so ein bisschen auf die lange Bank, denn es gab für mich ja jetzt viele Dinge zu organisieren und ich hatte dieses immer so nebenbei, nachts, da kamen mir alle möglichen Gedanken und Befürchtungen und Sorgen, die setzten sich mal wieder auf meine Bettkante. Durch die Gnade Gottes, anders kann ich das gar nicht sagen, kam mitten in diese Umbruchzeit, in diese krasse Veränderungszeit, kam mitten rein die Berufung, dass wir in eine Bibelschule gehen sollten, würden, mussten, durften, wie auch immer man das sagen möchte. Mitten in diesen ganzen aufgewühlten Dingen, mitten in dieses sorgenvolle, wie geht es weiter, kam diese Berufung zur Bibelschule. Es kann wirklich in Zeiten, in denen du ganz unter Stress, unter Feuer bist, unter Attacke vom Feind, kann es trotzdem so sein, dass du von Gott hörst und er dir eine offene Tür zeigt. Das heißt nicht, dass du dann schon mit deinen eigenen Problemfeldern, mit den Gefühlen, mit diesen Ängsten schon durch bist, sondern beides läuft fast parallel und genau so habe ich das auch erlebt. Nun ist diese Berufung eine wirklich echte Berufung gewesen. Das ist nochmal ein anderes Thema, da spreche ich vielleicht nochmal ein anderes Mal drüber. Aber nun wirst du vielleicht denken, na gut, also ich bin jetzt auch in der Krise, dann gehe ich jetzt auf eine Bibelschule. Das ist nicht die Lösung für jeden, sondern es muss tatsächlich eine Berufung sein. Und
Es kann sogar so sein, und das habe ich auch während dieser Bibelschulzeit erlebt, du musst da genauso viel Glauben haben, wenn nicht manchmal sogar noch mehr, für die Dinge des Alltages. Du musst da genauso kämpfen, du musst genauso dadurch die Dinge durchgehen, wie in deinem ganz normalen anderen Leben auch. Und manchmal habe ich gedacht, der Herr fordert von mir noch viel mehr, dass ich mich ausstrecke nach diesem Glauben, nach diesem, ich bleibe trotzdem bei dir, Herr, weil die Probleme, die wir da hatten, waren dann ja auch noch mal eine ganz andere Sache. Aber du brauchst für alles, ob es gibt keine, da ist es besser Struktur, sondern du brauchst für alles Glauben, nachdem du dich ausstrecken musst, Hoffnung, für die du kämpfen musst. Als wir in der Bibelschule ankamen, war es so, dass wir dieses große, prachtvolle Haus mit diesem parkähnlichen Gartenanlage, die wir da bewohnt haben, das mussten wir hinter uns lassen. Und wir fanden uns wieder in zwei Zimmern mit 5 Personen, also unsere 3 Kinder und wir. Wir teilten Waschräume, Männer und Frauen getrennt natürlich, mit 10 anderen Familien. Viele Dinge waren nicht so renoviert, wie man sich das so gewünscht hätte. Und den Essraum, den hast du mit 100 und mehr Leuten geteilt. Das waren ganz andere Herausforderungen nochmal, aber trotzdem benutzte der Herr diese Zeit, um uns wie in einen Schutzraum reinzubringen. Einen Schutzraum aus der bestand deshalb als Schutzraum, weil er nahm uns raus von diesem Stress, den wir erlebt haben und erlebt hatten. Das dauerte ja alles noch an, bis die Abwicklung zu Ende gewesen ist. Und der Herr hat uns mit seinem Wort versorgt, mit Lobpreis versorgt. Ich weiß, dass es in dieser Zeit das Erste war, dass Gott mich, insbesondere mich, ich mit meiner Sorgengeschichte, mit meinen Befürchtungen, mit dieser Hoffnungslosigkeit, dass wie soll das alles werden, und ich auch mit diesen Trauern um das Haus, um alles, dass ich damit fertig werden musste, auch mit diesem Abwenden der Leute, mit diesem schlecht über uns reden und alle diese Dinge, dass der Herr mich als erstes darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich die Dinge loslassen musste und vergeben musste denen, die an mir schuldig geworden waren, wirklich schuldig geworden. Da gibt es nichts zu beschönigen, aber die Sache lag nicht bei denen, sondern sie lag bei mir. Und das war etwas, was ich als allererstes machen musste. Und das Zweite war, dass ich mein Vertrauen, eben meine Hoffnung auf ihn setzen musste, dass ich lernen musste, das Wort Gottes so in mir wirksam werden zu lassen, dass wieder neu Hoffnung in mich hineinkam. Du kannst dir vielleicht so vorstellen, dass wenn man ein Glas mit Wasser hat, was verschmutzt ist, und du das nicht wirklich in einen Prozess der Reinigung bringst, wird das dreckige Wasser da drin bleiben. Aber wenn du es unter einen Wasserhahn hältst und das saubere Wasser reinfließen lässt, wird es mit der Zeit diese schmutzige, dreckige Flüssigkeit auswaschen. Und genau das war der Prozess, unter dem ich da gewesen bin. Dass das Wort Gottes und der Lobpreis ständig und ständig dieses Verletzte, dieses Deprimierte, dieses Hoffnungslose in mir ausgewaschen hat. Das nächste, was ich gelernt habe, ist, dass Gott treu ist, dass Gott wirklich treu zu seinem Wort war und treu zu der Berufung, die er uns gegeben hat, und dass er mir diese Gnade oder uns diese Gnade geschenkt hat, dass wir mit dem Heiligen Geist viel mehr als früher unterwegs gewesen sind.
Wir haben ihm viel mehr vertraut. Wir hatten viel mehr gelernt, in Zungen zu beten, in Zungen zu singen, viel mehr in dieser Kraft gelebt, die er uns da gezeigt hat, wo er viel mehr Offenbarung uns gegeben hat. Und das war etwas, wo ich gelernt habe, Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Das war ein ganz festes Fundament, von dem aus ich wieder ausgehen konnte, von dem aus ich wieder sagen konnte, ja, das stimmt, Gott ist treu. Er wird uns durchbringen und er wird sogar die Dinge, die uns zum Schlechten gedacht waren, er wird sie verändern und zu unserem Besten verwandeln. Und genau das ist eine Story, ein Bericht in dem Neuen Testament, den ich ganz kurz noch mit dir betrachten möchte. Denn so in diesen nächsten Tagen werden wir wahrscheinlich viele von diesen neutestamentlichen Geschichten und Berichten lesen. Und einer davon, der berichtet eben auch davon, von dieser krassen Hoffnungslosigkeit, von diesem, das wird sowieso nichts, in eine überströmende Gnade und Beweis Gottes. Sorry, und dass wir an diesem Bericht sehen, dass Gott die Dinge, die zum Schaden gedacht waren, dass er sie zum Guten verwendet. Ihr findet die Geschichte in Lukas 1, Vers 6. Da ist berichtet von Zacharias und Elisabeth. Das sind zwei besondere Menschen gewesen. Und es heißt dort in Vers 6, sie waren beide gerecht vor Gott, da sie ihren Weg gingen in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Was für ein Zeugnis! Was für ein Zeugnis von Laufen in den Wegen, in den Ordnungen Gottes, mit dem Wort Gottes, mit dem Aufblick zu Yahweh, der der Anfänger ihres Lebens gewesen ist und der ihr ganzes Leben in den Händen hält. Und dennoch war in dem Herzen von Zacharias Hoffnungslosigkeit eingezogen. Er hielt wahrscheinlich eine Veränderung dieses Zustandes nicht mehr für möglich. Ich denke, trotzdem betete er immer wieder darum. Zacharias war der Priester aus dem Geschlecht Aarons, also das aaronitische Geschlecht, wurde in das Priesteramt hineingeführt, von Gott selbst berufen. Und er war als dieser Priester vor dem Herrn in seinem Leben, das war seine Lebensberufung. Zacharias und Elisabeth waren beide alt geworden. Und das, was ihnen wirklich fehlte, war Nachkommenschaft. Wenn man diese biblischen Berichte liest, wo auch Abraham und Sarah diese Nachkommenschaft so sehr begehrten, muss man immer wissen, unter welchen Umständen das war, dass Nachkommenschaft einfach ein Zeichen der Güte und Gnade Gottes war, dass Nachkommenschaft auch die Versorgung für später bedeutete. Und genau das war es, was Zacharias und Elisabeth fehlte, diese Nachkommenschaft, auch die Nachkommenschaft in dem priesterlichen Amt. Beide waren alt geworden und tatsächlich eines Tages wird Zacharias durch das Los bestimmt, dass er den priesterlichen Dienst ausführen soll. Eine Menge Menschen beten draußen und er ist in diesem Bereich des Räucheraltars und er betet dort und ein Engel des Herrn begegnet ihm. Und als der Engel neben Zacharias steht, befällt ihn eine Furcht. Aber der Engel des Herrn, Gabriel, der vor Gott steht, spricht zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden und Elisabeth, deine Frau, wird ein Kind gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Dann kamen noch einige prophetische Worte über dieses Kind Johannes, über den Mann Johannes, über diesen Wegbereiter des Herrn. Und Worte, das waren wirklich Worte, prophetische Worte, die direkt vom
Thron Gottes kamen und dort geplant waren. Und dann kommt das, wo diese Hoffnungslosigkeit von Zacharias hervorkommt. Zacharias konnte diese Ankündigung, diese Worte des Engels nicht glauben. Er schaute auf das Natürliche. Und das ist das, weshalb wir heute Abend von Hoffnung sprechen. Schau nicht auf das Natürliche, was nicht geht. Ich kenne selbst dieses Ding in mir, dass ich sage, oh ja, das ist noch nicht verändert und das ist noch nicht verändert, sondern dass ich mich wirklich immer wieder zu dieser Hoffnung aufrufe, zu dieser Hoffnung wirklich auch hinschiebe, mich selber dafür entscheide und sage, nein, und wenn es noch so blöd jetzt aussieht, Gott kann und Gott wird und Gott hat seine Hand auf unser Leben gelegt. Und hier bei Zacharias ist es genauso. Er hat das, was er im Natürlichen gesehen hat, einfach mit dem Wort unmöglich abgestempelt. Und er stellt diesem Engel diese Frage, wie soll das denn gehen? Und er erzählt dem Engel alles Unmögliche. Das ist auch so ein Ding, was wir häufig tun, dass wir Gott immer die unmöglichen Dinge vorreden und vorbeten und dass doch eigentlich gar nichts geht. Der Engel, das liest du im Vers 20, sagt dann, jetzt sollst du stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, da dies geschieht, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen werden zu ihrer Zeit. Und in Vers 25 lesen wir, nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und sie zog sich für 5 Monate zurück und sagte, dies hat der Herr an mir getan. In den Tagen, als er darauf bedacht war, meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. So, lass uns nicht Menschen sein, die Unglauben vor sich hertragen, wie so ein Bauchladen und immer da drauf gucken und immer sagen, warum die Dinge nicht so gehen, wie sie gehen. Hoffnungslosigkeit hatte sich bei Zacharias und Elisabeth in Gnade Gottes verwandelt, hatte sie sehen lassen, wie Gott diese natürlichen Dinge einfach zur Seite streicht, weil ihm sind alle Dinge möglich. Hoffnung soll uns bestimmen. Wir wollen nicht die Leute sein, die diese Hoffnungslosigkeit vor sich hintragen. Wir wollen nicht die Leute sein, die sagen, ach, wäre es doch nur wieder wie vor Corona. Ach, wäre es doch wieder so wie früher. Ach, wäre es doch wieder so, wo ich noch kraftvoll war, wo ich noch gesund war, wo dies nicht passiert ist und das nicht passiert ist. Ach, wäre es doch. Wir wollen nicht die sein, die nach hinten gucken. Wir wollen nicht die sein, die ständig im Rückwärts unseres Lebens leben. Wenn wir jetzt leben, wollen wir in dem leben, was Gott jetzt sagt, was er uns an prophetischen Worten gegeben hat. Und wenn es heißt, Erschütterungen werden kommen, ja, dann wird es für uns alle enger werden vielleicht. Dann wird es vielleicht schwieriger werden. Dann werden die Dinge nicht mehr einfach so sein, sondern wir werden unter diesen Erschütterungen, die wir sehen werden, die uns wirklich auch echt, ich glaube, dass sie uns wirklich auch beschäftigen werden, wenn wir die Dinge erleben, aber wir wollen genauso sehen, wie Zeichen und Wunder passieren. Schau mal, die Zeit in der Azusa Street, die wir heute Abend betrachtet haben, das war keine einfache Zeit. Das war nicht die Zeit von Versorgung. Das war nicht die Zeit, wo das große, dicke Geld da war. Das war nicht die Zeit, wo es allen so prickelig ging, sondern es war eine schwierige Zeit. Es war eine herausfordernde Zeit und trotzdem hat Gott mitten da rein diese Zeit der Erweckung geschenkt. Wir wollen Menschen sein, die in die Zukunft, wie sie sich auch immer gestalten wird, im Glauben und in Zuversicht, in Hoffnung richtig mutig reingehen. In Hebräer 6 steht in Vers 11 bis 12, wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern die nachahmt, die durch Glauben und Geduld
die Verheißung ererben. Und in, wie hieß es hier in Hebräer 10, heißt es, haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Lass uns an der Hoffnung festhalten. Lass uns das Wort Gottes suchen für uns persönlich. Lass uns die richtigen Entscheidungen treffen. Lass uns Dinge loslassen, die mit früher, mit der Vergangenheit zu tun haben. Und lass uns durchbrechen zu einem hoffnungsvollen Leben, das alles von Gott erwartet. Und in diesem Sinn bete ich, dass Menschen, die im Moment jetzt auch mit dieser dahinschwindenden Hoffnung zu kämpfen haben, dass sie neu ermutigt werden. Wir beten ganz viel für die Leute, die hier mit dem Livestream mit uns verbunden sind. Und damit wollen wir jetzt auch zusammen beten für die, die hier an den Freitagabenden mit uns zusammen sind, die die Predigten nachschauen, nachhören, dass ihr mutige Leute seid, dass ihr voller Hoffnung und Zuversicht seid, dass ihr eure Hoffnung auf den setzt, der die Hoffnung selber ist, dass ihr da reinpresst, dass ihr nicht nachlasst, dass ihr euch nicht zurückzieht und sagt, naja, dann ist es eben so. Oder früher war alles besser. Oder hätte ich doch die Zeit vor Corona wieder. Sondern dass ihr sagt, nein, jetzt sind neue Möglichkeiten. Jetzt will ich neu aufstehen. Yes. Jetzt will ich neu beten. Jetzt will ich neu glauben, dass Gott Amen. Seinen Arm bewegt. Dass Gott ein neues Azusa 2021, 22 schenkt. 23, 3 Jahre. Das geht. Das ist möglich. Amen. Das ist möglich. Ja. Und das ist unser Gebet, dass wir da euch ermutigen wollen. Auch für die, die jetzt wirklich mit schwerem Herzen da sind, ja. Für die, die Dinge sich verändert haben oder die merken, oh, das wird im kommenden Jahr wahrscheinlich ziemlich eng werden für mich, die vor bedrohlichen Dingen stehen, die Krankheiten haben, die unter Schmerzen leiden, aber wirklich für die Leute, die in diesen depressiven Gedanken sind oder in einer Depression feststecken, dass wir beten wollen, dass die Dinge sich verändern in ja. deinem Leben. Dass aus Hoffnungslosigkeit Hoffnung wird Amen. In der Krise. Ja. Egal wie es aussieht. Ja. Egal wie die Umstände sind. Egal wie die Beziehungen aussehen. Ja. Egal was. Dass der Herr reinkommt. Ja. Damals dieser Seymour, der war, wie soll ich mal sagen, echt am Ende angekommen. Genau. Der war in einer stimmt. Situation angekommen, Existenzverlust. Er alles verloren hatte, ja. was er überhaupt hatte. Das und stimmt. das, was er hatte, war schon nicht viel. Ja. Der war wirklich ja, am stimmt. Ende vom Ende. Ja. Und genau das hat der Herr genutzt, um ihn an der Stelle ja. zu jemandem zu machen, durch den genau. Millionen, hunderte von Millionen Christen letztlich gesegnet ja. worden sind. Was für ein gewaltiges Zeugnis. So, ja. der Herr kann aus dem Zerbruch, aus der Schwierigkeit, aus den Insolvenzen, Konkursen unseres Lebens kann er was machen. Ja. ja, wir müssen unseren Blick auf ihn setzen. Und im Grunde genommen ist es so, dass wir von den Umständen, den Schwierigkeiten, der ganzen Situation, in der wir drin hängen, einfach wegschauen müssen auf ihn. Aber ja. wirklich, ja, nicht so ein spinnertes, jetzt schaue ich nur noch auf den Herrn, ja, und blende die Realität aus, so auch nicht. Sondern ja. mit ihm durch dieses Tal hindurchgehen und bewusst sein, dass er aus dem, was jetzt so mies aussieht, tatsächlich etwas Geniales machen kann. Ja. Seine Möglichkeiten unbegrenzt. Und wie ihr seht, wir haben den Konkurs Wir haben die Kurve irgendwie erlebt. Gott hat uns gehalten. Es ist wirklich Gnade. Es ist wirklich etwas gewesen, was unser Leben total geprägt hat. Ja. Das geht nicht einfach spurlos an einem vorbei. Aber wenn wir das in der richtigen Perspektive betrachten, kann es für uns sogar zu einem Kraft zu einem Quellort werden. Das ist ja auch dieses biblische Wort. Ist auch ein Zeugnis. Was, wo das, wie heißt das, trockene Land zur Quelle wird, zum Quellort wird, das Tal. Ja, bei Jesaja. Ja. Und das ist etwas, was wir jetzt beten wollen für euch. Beten wollen für dich. Ja. Herr Jesus, wir wollen dich preisen, wir wollen dich ehren, dass
du über allem wachst. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Nicht wir sind die Starken und die immer vorwärts marschieren alleine, sondern du bist immer mit uns dabei. Du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben, ausgegossen in unser Herzen, der uns leitet. Der uns in Stärke, in Hoffnung, in Zuversicht, in Segen, in Gunst, in Wohlwollen, in Erfrischung, in Erquickung, in wirkliches Weiterkommen hineinbringt. Amen. Der uns weghält von dem, dass wir rückwärts schauen und irgendwie weiter stolpern, sondern die zielgerichtet nach vorne gehen. Und wir proklamieren, dass das jetzt im Leben der Zuhörer, die jetzt hier sind, dass genau das Amen. Passiert, dass du weiterläufst, weil der Heilige Geist dich schiebt, weil er dich zieht, weil er dich drängt, weil er will, dass du ans Ziel kommst. Ja, wir beten für dich. Wenn du jetzt in dieser Situation bist, wo du bedrückt bist, wo du hoffnungslos bist, wo du geängstigt bist, ja, vielleicht wo du verzweifelt bist, weil die Dinge so ätzend aussehen oder weil die Aussichten vielleicht schlecht sind. Ja, vielleicht sind Beziehungen schwierig, vielleicht sind Finanzen schwierig, vielleicht ist die Gesundheit schwierig, vielleicht ist die Arbeitswelt schwierig. Es kann alles Mögliche sein. Ja. Wir beten für dich, dass du jetzt eine Berührung des Herrn bekommst, dass dein Glaube aufgebaut wird, dass du Vision bekommst, dass du einen Blick bekommst, dass der Herr eingreifen kann in deinem Leben und Dinge verändern kann, egal wie es aussieht. Und dass das Beste tatsächlich noch vor dir ist. Mag es doch in der Welt aussehen, wie es will. Wir sind nicht von der Welt, wir sind vom Reich Gottes. Und das Reich Gottes wird uns gebrauchen. Es ist diese Ausgießung, wie bei Azusa, ist verheißen. Und du und ich, wir können uns da einklinken, wir können Teilhaber davon sein, wir können gebraucht werden, wie Gott damals diesen Simo und all die anderen gebraucht hat, will er uns gebrauchen. Und egal, wie es momentan aussieht, der Herr hat einen Plan für uns und wir dürfen da hineingehen. Halleluja. Und ich bete, Herr, dass du durch Träume zu den einzelnen Menschen, die hier zuschauen, wirklich sprichst, dass du ihnen Vision gibst, dass sie deine Stimme hören, dass sie in der Bibel auf einmal eine Offenbarung bekommen, wo du zu ihnen sprichst, dass sie prophetische Worte empfangen oder was auch immer, damit sie eine Vision bekommen für deine Absichten, für ihr Leben, eine Verständnis für die Berufung, die du für jeden Einzelnen von uns hast. Dass diese Verzweiflung im Namen Jesus dahin geht, wo sie hingehört, nämlich in die Hölle. Ja, und dass wir frei sind von diesem negativen Gequatsche und Gerede des Feindes, der uns versucht, auf den Boden runterzubringen und unsere Berufung zu rauben. Ich widerstehe jeder Form von Verzweiflung, von Trauer, von Sorge, von Angst, von diesem niedergeschlagenen, hoffnungslosigen Hoffnungslossein im Namen Jesus Christus. Das ist nicht biblisch. Und wir widerstehen diesen Einflüsterungen des Feindes. Und wir widerstehen diesen Machenschaften des Feindes. Wir widerstehen diesem Lügenkonstrukt. Und wir sprechen aus, Licht kommt, Klarheit kommt, Berufung kommt, das Reden des Herrn kommt in dein Leben hinein, damit du weißt, egal wie die Situation aussieht, wie er dich führen wird. Und nicht nur dich, sondern auch deine Lieben, die Leute, für die du betest, die Leute, mit denen du zusammen bist, damit das, was die Absicht des Herrn ist und wofür du schon lange, lange betest, damit das wirklich hervorkommt. Vielleicht etwas anders, als wir es uns gedacht haben, aber so, dass das Reich Gottes in mächtiger Kraft gebaut wird. Herr, ich bete auch für alle, die durch die Corona-Zeit jetzt isoliert wurden, die ohne diese sozialen Kontakte sind, ohne Freunde, die mit ihnen gelaufen sind. Ich bete für die, wo die Familien wirklich unter Druck und Stress gekommen sind, wo Menschen in den nächsten Tagen vielleicht alleine sind und vielleicht auch Weihnachten alleine feiern. Herr, wir proklamieren, dass du als der große Tröster an ihrer Seite bist. Das ist das Beste. Weihnachten in diesen Jahren ist. Ja. Das ist das Beste. Ist, was sie überhaupt erlebt haben. Mit dem Herrn. Weil du, Herr, mächtig in ihnen bist. Du wirst ihnen alles in allem sein. Du wirst ihnen diese überfließende Liebe des Christus offenbaren, in ihr Herz geben, dass sie selbst überfließend werden und sagen, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber der Herr hat mich beschenkt. Er hat mich beschenkt und ausgerüstet und eine neue Vision gegeben. Mehr als wenn ich mit vielen Leuten zusammen gewesen wäre. Herr, ich proklamiere für die Leute, die wirklich unter Einsamkeit leiden, dass das weggenommen ist von ihren Herzen.
dass dieses Alleinsein weggenommen wird und du in ihnen, mit ihnen, an ihrer Seite, als ihr bester Freund, als ihr Liebster wirklich dabei bist und sie, dass du sie salbst, wie mit Öl salbst, dass sie aufschauen zu dir und sagen, ich danke dir, Jesus. Ich danke dir so sehr für deine Liebe, für deine Gnade in meinem Leben. Du hast mich bewahrt ja. und du wirst mich bewahren. Ja. Du wirst mein Leben segnen und du wirst mich zum Ziel bringen. Yes. In Jesu Namen. Tanto van hia van toya. Ten tia van ho van tai. Toya van hu van toya van tia. Ten ta yang to van hu van tai. Der Herr spricht zu dir, hab keine Angst. Yes. Hab keine Angst. Ich habe die Welt überwunden. Ich sehe dich. Ich halte dich in meiner Hand. Hab keine Angst. Ich habe meine Augen auf dich gerichtet. Was dir geschieht, ist vor mir. Ich habe dich eingegraben in meine Handfläche. Yes. Hab keine Angst. Ich liebe dich. Yes. Herr, dafür danken wir dir, dass du uns gerufen hast von den Enden der Erde, so wie es in dem Jesaja-Text hieß, dass du uns erwählt hast ja. und dass du zu uns sagst, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Amen. Das beten wir im Namen Jesus. Yes. Amen. Ja, sei amen. Erfrischt und ja. lass deinen Glauben wirklich aufgebaut ja, sein amen. Für das, was der Herr getan hat. Ja. Ja, er hat viele, viele Aufbrüche ja. und Segenszeiten geschenkt über die letzten Jahre und Jahrzehnte immer und immer und immer wieder ja. in Argentinien, in Afrika, in USA, Pensacola, Toronto und so weiter ja. und überall. Ja. Auch momentan ja. gibt es Orte der Erweckung, wo wir vielleicht gar nichts von mitkriegen, ja. in China, Iran oder sonst was. Der Herr wirkt. Ja. Und er hat Deutschland, Österreich, Schweiz, Mitteleuropa nicht vergessen. Nein. Er hat es nicht vergessen. Er ist nicht irgendwie ein schwarzer Fleck auf der Landkarte. Er hat einen Plan. Und das ist so genial. Wenn der Feind eine Agenda hat, der Herr hat auch eine Agenda. Yes. Und wir beten, dass das zustande kommt, was der Herr für uns hat. Amen. Yes. Und da möchte ich jetzt noch mal ganz zum Schluss, einfach weil wir ja gesagt haben, Bücher sind ein Segen. Also für uns schon. Ein Segen. Möchte ich das einfach nochmal vorstellen. Hier dieses Buch, ja, Wahre Geschichten und Wunder der Azusa Street, kannst du bei uns im Shop bekommen. Ja. Haben gerade heute wieder eine größere Lieferung von diesem Buch bekommen, weil wir gesagt haben, wir müssen das einfach da haben. Ja. Es ist super zu lesen. Es ist extrem aufbauend und ermutigend. Es ist einfach grandios. Also wenn du jetzt hier Lektüre über die Feiertage brauchst, die dich wirklich erhebt, dann besorgt ihr dieses Buch noch, ja? Und dazu, wir schicken erst noch zu bis nächste Woche, bis Mittwoch, solange es geht. Wird schon knapp. Okay, und dazu eben hier auch etwas, was deinen Glauben aufbauen kann. Gott und das deutschsprachige Europa, ein prophetischer Wegweiser über das, was der Herr tun wird. Und da sind eben auch Aussagen drin von dieser gewaltigen Bewegung Gottes, die einfach aussteht. Die neuzeitliche Prophetie. Ja, die von jetzt sind, aus den letzten Jahren. Und wenn du das beides zusammennimmst, also das finde ich wirklich grandios. Ja, das ergänzt sich in wunderbarer Weise. Das hier ist etwas, was du kostenlos bei uns bekommen kannst. Wir haben das schon oft angesagt. Bestell's für deine Freunde, für was weiß ich, Hauskreis oder sonst was, wenn du möchtest. Es ist etwas, wo wir glauben, wo der Herr zu uns spricht, was geschehen wird, gerade in diesen verrückten Zeiten, in denen wir sind, wo er uns Vision gibt. Und dazu dieses wunderbare Buch hier, die wahren Geschichten und Wunder der Azusa Street, 13 Euro bei uns im Shop. Und damit sind wir durch für heute. Nächsten Freitag wieder. Nächsten Freitag. Ganz nächsten wichtig. Freitag. Ja. Sind wir wieder da. Und da haben wir mal ein wirklich cooles Thema. Sag lieber nichts. Ich weiß noch nicht. Der Herr hat noch nichts Aber gemacht. Ich weiß mein Thema schon. Das ist cool. Also das ist wirklich cool. Sei gespannt. Genau. Wir hoffen, du bist gesegnet worden heute. Ja. Wenn nicht, schalt nächste Woche wieder ein, dann wirst du gesegnet werden. Yes. Okay. Also. Gesegnete Zeit, eine gesegnete Woche und sei behütet
und bewahrt in ihm. Genau. Halleluja. Amen. Ach so, vielleicht noch. Du kannst uns Gebetsanliegen einschicken, wenn du merkst, dass es dir jetzt eng wird, vielleicht auch gerade in den nächsten Tagen. Vielleicht in den Tagen. Ja, oder zwischen den Jahren. Also schick uns das einfach als Gebetsanliegen. Wir nehmen das gerne bei uns mit ins Körbchen mit auf. Amen? Ja, auch ins Herz. Halleluja. Wunderbar. Also, mit euch. Bis zum nächsten Mal. Blessings. Ciao, ciao.